Ja, hallo zusammen, Lena hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe mich ja etwas seltener blicken lassen hier auf YouTube in der letzten Zeit. Aus persönlichen Gründen habe ich ja im vorletzten Video, glaube ich, erzählt, dass ich Trauer habe in der Familie und ich wollte unbedingt nach Schweden. Ich war diesen Monat zweimal in Schweden. Es ist natürlich etwas schwierig zu reisen jetzt in dieser Situation durch Schleswig-Holstein, durch Dänemark, aber wenn man einen besonderen Grund hat, dann geht's. Und ich wollte das unbedingt. Und ja, das Leben geht jetzt weiter. Ich bin wieder nach Hause gekommen und ja, ich trinke eine goldene Milch. Und ich dachte auch, dass ich zeige, was ich mal gekauft habe bei Rossmann. Das war natürlich jetzt, bevor ich losgefahren bin nach Schweden. Ich zeige ich mal. Einfach so ein Haul. Zwar habe ich eine ganz schlechte Haarbürste in den letzten Monaten gehabt und ich dachte, ich muss echt was Ordentliches holen. Und das ist von For Your Beauty Massagehaarbürste aus Buchenholz. Ja, das finde ich, habe ich immer öfter, so mit aus Holz statt Plastik, finde ich ganz nett. Ein Eyebrow-Styler musste ich unbedingt haben. Ich hatte von Lavera bis jetzt, war auch super, aber das hier ist von Alterra, kaufe ich öfters, finde ich spitzenmäßig. Das ist die Farbe 02 Grey Brown und ist, finde ich, eine passende Farbe, so mittelbraun und nicht zu warm, weil das sieht schnell unecht aus, finde ich. Also wirklich eine optimale Farbe, finde ich. Und das Neutral-Dusch-Shampoo von Lavera ist wirklich spitzenmäßig. Ist zwar nicht alle bei mir, aber weil ich, es gibt nur in einem gewissen Laden in einer gewissen Stadt. Und deswegen, wenn ich da bin, dann hole ich das, weil sonst ist es echt schwierig, dran zu kommen. Kann ich echt empfehlen, wenn ihr empfindliche Kopfhaut habt. Ich versuche ja von Kaffee wegzukommen und das ist ja nicht einfach. Und ich habe hier eine Alternative gefunden, in diesem Gesundheitsregal praktisch von Rossmann. Eine ja, Kaffeealternative, Kuah Wach heißt die Marke, nehme ich an. Und das ist ein kakaohaltiges Getränkepulver mit Guarana. Ja, ich habe noch nie davon gehört. Ich habe so ein bisschen gegoogelt. Das ist irgendwie auf jeden Fall so ein bisschen munter machend und fit und wach und so weiter soll man davon werden. Also ich bin gespannt, ob ich das vertrage, weil ich habe ja einen empfindlichen Magen. Könnt ihr mir schreiben, ob ihr das schon ausprobiert habt? Ich bin gespannt. Was ich auch im Gesundheitsregal gefunden habe, ist dieses Hanfprotein. Also ich nehme jeden Tag so ein bisschen Proteinpulver, weil ich eben sehr wenig Fleisch esse und es ist schon wichtig mit Protein dann. Und ja, dann halt was Pflanzliches. Und bis jetzt habe ich einfach so ein, das nennt sich veganes Proteinpulver, aber es ist lauter Chemie drin und ich wollte eigentlich schon immer davon wegkommen. Von daher wollte ich das hier probieren. Lebe Pur ist die Marke, schätze ich mal, mit Magnesium für Muskeln und Ausdauer. Und ja, mal gucken, wie es schmeckt und ob ich das vertrage, weil das ist immer so ein Thema bei mir, ne? Und eine spannende Sache, und zwar Goji-Beeren oder Goji, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber das ist auf jeden Fall ein Superfood. Und ich habe davon gelesen, ja, ich hole mal das Buch. So, und zwar habe ich was bestellt hier von Amazon, Superfoods nennt sich das Buch. Und ja, ganz interessant, muss ich sagen, mit 25 verschiedenen Superfoods drin. Und die werden dann praktisch, also jedes einzelne dann beschrieben. Und Goji-Beeren sind drin. Und da steht es halt, ja, senkt den Blutdruck, steigert Vitalität und Energie, verschönert die Haut, wunderbar. Und ja, ist gegen oxidativen Stress, was wirklich sehr wichtig ist, und anti-entzündungs, ja, oder entzündungshemmend, so steht es ja. Also sehr interessant. Die kommen ja meistens wohl aus China, diese Beeren. Und in China werden sie wirklich als Medizin gesehen. Von daher, die sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man soll einfach so ein bisschen abwechseln, vielleicht nicht ständig, aber ab und zu. Schätze ich mal. Und ja, also ich bin gespannt, wie sie schmecken. Sind sie sauer? Keine Ahnung. Die riechen sehr so ein bisschen wie Aprikosen oder sowas getrocknet. Und ja, ich bin ja schon ein bisschen skeptisch so gegen neue Sachen, ne? Aber jetzt probiere ich ein bisschen. Wie süß. Also, ich muss erst mal reingehen. Also, sehr knusprig und ein bisschen karamellig irgendwie vom Geschmack her. Also, gar nicht so schlecht. Sehr schön. Ja, was habe ich noch? Also, hier, das habe ich kurz eingepackt in eine Zeitung. War ich so verliebt.
als ich das gesehen habe. Das ist so kitschig, also Warnung, Kitsch-Warnung. Eine Tasse, was steht hier drauf? Love always. Und kleine goldene Herzchen überall, rosa innen drin und ja genau, goldene Schrift auch. Also wirklich echt kitschig, aber das hat mich so froh gemacht. Und ja, love always, all you need is love. Und ja, ich finde, ich freue mich darauf. Jetzt klingelt das wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also ich freue mich darauf, daraus zu trinken. Also man muss sich einfach jeden Tag daran erinnern. Einfach ja, positiv zu sein und dankbar sein für das, was man hat. Und ja, ich finde ganz süß die Tasse. Und ich muss euch auch unbedingt was zeigen, was auch in der Tüte mal war, aber die habe ich schon hingestellt. Etwas Dekoratives, also so ein Assoziabon-Deko praktisch. Und zwar hier im Wohnzimmer auf dem Sekretär, den wir hier haben, stehen zwei ganz niedliche Vögel aus Porzellan. Und zwar einmal so grün, graugrün und einmal weiß. Total süß. Es ist natürlich kein Meißenporzellan, aber es geht von der Qualität her. Und ich finde es total ja, clean, irgendwie total ja, schöner Stil. Und ja, passt dann ganz gut hier rein, finde ich. Es ist 12:30, ich muss jetzt unbedingt was kochen hier zum Mittagessen. Ja. Hast du mit Ton oder was? Ja, ich filme jetzt. Also, das ist das Ergebnis. Kartoffelauflauf, geriebene Möhren, hier ist Harissa nennt sich das. Das ist so geröstete Paprika mit Olivenöl. Super lecker. Und zwei vegane Hacksteaks und ein Smoothie. Ich hoffe, die veganen Hacksteaks von Bio, nennt sich die Marke, ist von Netto Marken-Discount. Schmeckt also wirklich sehr lecker, finde ich. Sie ist irgendwie so bissfest und sehr aromatisch, finde ich. Und ja, ich habe das Mittagessen jetzt hinter mir. Ich trinke ein Kräutertee auch. Das ist, kann ich ja mal zeigen, was das ist. Das ist, das habe ich mal bei in seinem Reformhaus gefunden, und zwar Rotklee-Tee nennt sich das. Also ja, Rotklee ist so ein Frauenkraut. Sagen wir mal, wenn man hormonelle Beschwerden hat und so, ne, Wechseljahre oder generell PMS-Störungen oder solche Sachen. Und trinke ich zugegebenerweise nicht jeden Tag, aber wenn ich mich irgendwie so ein bisschen unwohl fühle, irgendwie so hormonell bedingt, dann kommt so eine Tasse dran und dachte, ich trinke ich heute. Ich komme gerade von draußen und es war so am Regnen, das hatte keinen Sinn, ich musste umdrehen. Der Hund wollte nicht weiter, das ist ein sturer Dackelmischling. Ja, aber ich dachte, ich schneide meine Haare tatsächlich, weil ja, ist ja halt schwierig, zum Friseur zu gehen im Moment. Und das wollte ich schon länger. Das ist so lang geworden. Und ja, hier unten einfach total frissig und trockene Spitzen. Und von daher dachte ich, versuche ich das mal. Das ist jetzt kein Tutorial, sondern ich mache das einfach so laienhaft. Total so, wie ich das denke, dass es richtig ist. Ich habe hier eine Schere von, ich meine DM, ich bin mir aber nicht sicher, es war eventuell auch Rossmann, keine Ahnung, aber es ist wirklich extra für Haare. Und dann einfach so ein feiner Kamm. Ich bin jetzt soweit fertig, denke ich mal. Also ja, ich bin schon zufrieden. Ich habe alles durchgekämmt und geguckt, dass alle Spitzen irgendwie auf jeden Fall drangekommen sind. Und ja, das muss dann so ausreichen, auf jeden Fall, bis ich zum Friseur nächstes Mal gehe. Also ein Tipp ist jetzt übrigens, was man gar nicht die Gelegenheit hat, jetzt die Haare färben lassen zu gehen, habe ich einmal Magic Retouch, nennt sich das, von L'Oreal. Das ist also eine Farbe, die man einfach drauf sprüht. Ne? Also ich habe so einen total grauen Ansatz hier. Ne? Und ja, das ist
ganz okay jetzt erstmal für, ja, als Überbrückung halt, ne? Natürlich keine Naturkosmetik, Clean Cosmetics auch nicht, aber lieber das als ständig färben und jetzt geht sowieso nicht beim Friseur. Und das ist dunkelblond bis hellbraun, die Farbe. Und das spürt man einfach so hier drauf. Das habe ich heute früh gemacht. Und ich finde, das deckt relativ gut ab, muss ich sagen. Und dann habe ich auch ein von Syos Hair Mascara, nennt sich das. Und das ist dann so ein, ja, wie Mascara dann halt. Ne? Das ist auch, ich glaube, dunkel oder nein, mittelblond. Mittelblond ist das. Und da, manchmal ist es schwierig, hier mit dran zu kommen, in Ecken oder halt gerade am Rand. Und das mache ich dann hier so ein bisschen, wo ich was Graues habe. Und das ist auch wirklich super, muss ich sagen. Also Tipp. Ich dachte, ich spreche kurz mal darauf an, was man so öfters jetzt in den Medien sieht. Und zwar, wie Schweden jetzt in diesen Zeiten, wie sie mit der Situation praktisch umgehen. Dass es halt anders ist als ja, im Rest der Welt, wenn man so will. Einfach ein bisschen lockerer. Und ich dachte, weil es eben mein Vaterland ist, ist das natürlich ja, schön oder, ja, wie soll ich sagen, wertvoll, dass man das im Grunde thematisiert. Ich muss allerdings sagen, ich habe wirklich keine Antwort. Wer hat eine Antwort heute? Kein Virologe weiß ja im Grunde, was richtig ist und die Politiker sowieso nicht. Und man muss einfach seinen Weg gehen. Und im Grunde ist Schweden so eine Art Insel, ist ja nicht ganz wahr, es ist eine Halbinsel, aber trotzdem irgendwie getrennt von Europa. Und ja, deswegen, ich denke schon, dass die Schweden immer so ihren Weg gehen, ihren eigenen Weg gehen. Und man muss einfach hinterher gucken, ne? Was war und was ist richtig. Ich weiß es auch nicht. Ne? Und weil ich eben jetzt die deutschen Verhältnisse kenne, muss ich sagen, dass ich, das war teilweise ein ungutes Gefühl, ganz klar, dass die Menschen teilweise nicht den Abstand halten. Und da muss ich wirklich sagen, dass es hier in Deutschland klappt. Also bei mir auf jeden Fall, hier wo wir leben. Also wenn man einkaufen geht oder so, ne, es ist wirklich 1,5 bis 2 Meter Abstand immer. Aber da habe ich es tatsächlich anders erlebt. Und zwar immer wieder, muss ich wirklich sagen. Also das. Ja, also da haben die Deutschen einfach Disziplin, muss man wirklich sagen. Ich muss allerdings sagen, man ist ja jetzt im Moment neurotisch, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich meine, wenn jemand dann in der Nähe steht und dann auch sogar hustet, dann denkt man sofort, man ist angesteckt. Aber so viele Tausende sind in Schweden zum Beispiel nicht krank. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die schwedische Strategie richtig ist. Und naja. Das kann man einfach nur hinterher sehen. Schreibt mir gerne, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Also ich weiß, dass ich kann selber das ganze Thema, die ganze Debatte nicht mehr hören. Aber ja, es ist einfach die Zeit, wir kommen nicht drum herum. Und ja, gerne so eine Art Austausch. Schreibt mir gerne was. Ich würde sagen, ich beende jetzt diesen Vlog. Ich hoffe, ihr war unterhaltsam. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss.